komme jetzt zum nächsten Vortrag, dem letzten vor der Mittagspause. Freue mich sehr, Professor Uwe Schneidewind ankündigen zu können. Herr Schneidewind hat Betriebswirtschaft studiert und arbeitete danach bei Roland Berbers Strategie Consultants, promovierte und habilitierte sich an der Universität St. Gallen. Seit 1998 hat er dann die Professur für Produktionswirtschaft und Umwelt an der Karl-Franz-Jetzke-Universität übernommen. 2004 bis 2008 wurde er dann Präsident der UU, also durch die jüngste Präsidentin, die es in Deutschland gab, an einer Uni, Herr Schneidewind, war das richtig? Könnte sein. Seit 2010 ist er Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Hat aber auch eine Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit an der Bergischen Universität Wuppertal. Seine Schwerpunkte sind die Wohlstandskonzepte und Analysen nachhaltiger Transformationsprozesse. Er ist Mitglied in Club of Rome, auch im WWGU, hat an den Sondergutachten Klimaschutz, eine Weltbürgerbewegung mitgearbeitet, 2014, das schon genannt wurde. Viel beachtet ist auch die Publikation, die er zusammen mit Nanny Singer-Podowski geschrieben hat, Transformative Wissenschaft, Klimawandel im deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystem. Ich freue mich auf den Vortrag von Herrn Schneidewind, Bildung und Forschung für eine große Transformation. Bitte. Wir sind auf der Suche nach der einen großen Verständnisfrage. Wir muten wieder ganz schön was zu. Ne? 2x45 Minuten, so ein paar Fortschritte durch die ganze große Transformation. Ich vermute, getraut haben wir und die WWU sich das nur deswegen. Herr Bottermann sprach das an und das ist ja auch eindrucksvoll, wenn die Teilnehmerliste schaut, weil wir eben hier 200 vermutlich mit der agilsten und fähigsten Multiplikatoren in diesem Bereich Bildung und Didaktik haben. Sagen, wenn das jemand packt, 6 Vorträge, so richtig in der Power, möglichst keine Frage, und dann am nächsten Tag ein richtig kreativer Workshop, wo man miteinander arbeitet und dann rausgehen und mit richtig guten didaktischen Konzepten in die Welt bringen, dann sind Sie das. Und deswegen dieses Design. Und ich habe jetzt das Glück, nach knapp 2 Stunden Ihnen jetzt noch sozusagen ein bisschen das Sahnehäubchen draufzugeben. Was hat denn das eigentlich alles mit Bildung zu tun? Das klang ja bei Inge Pauline und Reinhard Seinfelder, an diesen wunderbaren Illustrationen schon an, wie ich so sagen, da mich darauf konzentrieren will. Ich kann Ihnen Mut machen, Sie sind nur noch 2 Folien weg vom Mittagessen. Aber wer mich schon mal gehört hat, weiß, dass er nichts heißt. Das kann auch sehr, sehr lange dauern. Aber das ist schon mal gut, ich habe nicht komplett auf Folien verzichtet, dann kann es noch sehr, sehr viel länger werden. Und was ich machen möchte, ist eigentlich ein Dreischritt. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen, was denn diese große Transformation eigentlich aus Wissenssicht ist. Das klang bei Ihnen Vorredner teilweise schon an und das möchte ich aber nochmal ein Stück vertiefen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn wir jetzt in Bildungsprozesse hineingehen, auch in die Praxis der schulischen, außerschulischen Bildung zu verstehen, warum in der Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen müssen, wenn wir mit solchen gewaltigen gesellschaftlichen Umbruchssituationen zu tun haben, sich zum Teil radikal wandelt. Und das auch eine erhebliche Auswirkung darauf hat, wo sind eigentlich die Lernorte der Zukunft, wo sind die Wissen- und Wissenschaftsorte der Zukunft. All das ist bei weitem nicht mehr so sauber sortiert, wie das lange Zeit der Fall war, sondern verteilt sich sehr, sehr viel mehr in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft und führt dann natürlich auch dazu, dass ich mit ganz anderen didaktischen Konzepten daran gehen muss. Das möchte ich im ersten Teil machen. Im zweiten Teil will ich auf so 2 grundsätzliche Perzeptualisierungsrahmen eingehen, die einmal der WWGU und wir auch im Wuppertal-Institut verwenden, um diese neue Form der Literacy, um die es da geht, und diese neuen Formen der Bildung, die es geht, auf den Punkt zu bringen, weil sich anhand dieser Unterscheidungen ganz schön deutlich machen lässt, was da an Dimensionen zusammenkommt und warum gerade eben das Lernen über die Schulfächergrenzen, über die Disziplinen hinweg so zentral ist und es eben ganz neue Formen des Lernens brauchen, die so gar nicht erst kognitiv starten, sondern sehr, sehr viel mehr über das konkrete Handeln, über das Selbsterfahren und von dort
einem dann helfen, sich besser in Transformationsprozessen zu orientieren. Und im dritten Teil will ich dann auf so zwei konkrete Formen und Instrumente eingehen, die aktuell sehr intensiv diskutiert werden, um das zu erleichtern und zu ermöglichen, die jetzt auch in den neuen Förderleitlinien der DGU eine wichtige Rolle spielen, nämlich dieses Stichwort der Reallabore. Und ich bin Reinhold Leinfelder extrem dankbar, dass er jetzt auch in diesem Haus der Zukunft, und diese Häuser sind ja häufig so Orte, da kommst du rein, da schaust du den Spiegel im Kopf auf, lasst hier und da mal ein bisschen was an so technischen Gimmick ausprobieren. Aber das, was sie dort vorhaben, unten im Keller, das ist ja folgt in ganz neuen Formaten und Ideen, die diese Impulse, die wir derzeit haben, über Reallabore in neuer Form aufgreifen. Da bin ich ein paar Worte zu sagen. Und zu dem Thema Citizen Science. Citizen Science ist derzeit ja auch in intensiver Diskussion. Es gibt ja einen ganzen Agenda-Prozess Citizen Science hier in Deutschland. Und da muss man eben auch aufpassen, dass sich das nicht so verkürzt, nur so auf den Daten sammeln. Gerade die großen Forschungsgemeinschaften so das Gefühl haben, das super, da haben wir tausend lauter Bürger, die uns die Daten sammeln und auswerten. Und damit ist aber auch Schluss und dann können wir normal unsere Wissenschaft weitermachen. Sondern hinter Citizen Science eben eine ganz andere und sehr viel weitere Dynamik und Perspektive liegt, nämlich selber Fragen zu stellen, Fragen anders neu zu stellen und Wissen auf sehr unterschiedlichen Formen zusammenzuführen. Das Schöne daran ist eben, dass aus einer solchen Perspektive auch die achtjährige Schülerin genauso zum Citizen Scientist werden kann, wie der 70-jährige erfahrene Rentner mit einer langen Berufsbiografie und auf einer Augenhöhe eben zusammenarbeitet mit dem Forscher oder der Forscherin aus der deutschen Forschungsgemeinschaft. Und deswegen ist das, glaube ich, für die Perspektive neuer Bildungsprozesse so interessant und wird jetzt auch von der DGU sehr intensiv aufgegriffen. Also dieser Dreischritt, und ich lege mal die Uhr hin, dass wir auf keinen Fall länger machen, als im Programm angekündigt ist. Die große Transformation, was ist das eigentlich aus Wissenssicht? Und es klang bei Arnold Leinfelder ja schon an, das, womit wir es zu tun haben, sind komplexe Konstellationen. Und ich glaube, das ist in den beiden Vorträgen auch deutlich geworden, was da alles zusammenwirkt. Unterschiedliche Ebenen vom Top-Down zu Bottom-Up, ganz unterschiedliche Akteure, die in diesen Transformationsprozessen beteiligt sind, dann unendlich viele ökologische Teilsysteme, die betroffen sind und dann auch noch miteinander interagieren und die dann zusammenkommen mit einer gewaltigen technologischen Entwicklung, die darauf zurückwirkt. Also wir spüren eine Welt unendlich großer Einflussvariablen, die dazu zusammenwirken. Und es ist, glaube ich, aber hilfreich, in diesem Kontext eine Unterscheidung vorzunehmen, die sowohl, wenn wir uns die Veränderung auf der Ebene von Organisationen, Institutionen, aber eben auch solcher gesellschaftlichen Umbrüche anschauen, die Vermittlung zur Bildungsherausforderung hilft, etwas deutlicher zu fassen. Das ist die zwischen komplizierten und komplexen Situationen. Und komplizierte Situationen kann man dann als solche beschreiben, wo unendlich dieser vielen Variablen da sind, aber man auch in der Lage ist, das Zusammenspiel in Bildern, Modellierungen zu beschreiben und zu verstehen. Und komplex wird dann was, wenn ich genau vor diesem Anspruch, dieser Idee, das in seinem ganzen Zusammenspiel kognitiv zu erfassen und zu beschreiben, eigentlich resignieren muss, weil das gar nicht geht. Und das hat massive Konsequenzen, wie ich eigentlich mich in einem komplizierten und wie ich mich in einem komplexen Umfeld bewege. Jetzt haben wir nun bei dieser ganzen Debatte um die großen Transformationen so ein bisschen das Dilemma gehabt, dass die gesamte naturwissenschaftliche und Klimaforschung so unendlich geniale Köpfe hatte, denen es gelungen war und auch heute ja noch gelingt, dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen ökologischen Systeme wirklich als eine komplizierte, aber immer noch nicht unbedingt immer komplexe Konstellationen darzustellen. Es ist ja unglaublich, was wir heute an Szenarien rechnen können, wie wir wissen, dass die Ursachen dieses Klimawandels durch Menschen verursacht sind, dass wir uns in diesem Anthropozän befinden, dass es gelingt, diese unterschiedlichen teilökologischen Systeme aufeinander zu beziehen. Und da sind dahinter gewaltige Fortschritte in der Modellierung und natürlich auch in den entstandenen Rechnerkapazitäten, die durchaus zeigen können, dass diese Systeme gerade aufgrund ihrer Binnenstrukturen
strukturweise dann irgendwann in chaotische Systemzustände übergehen können. Aber das ist alles noch auf einer Ebene kognitiver Beherrschbarkeit. Und die ganze Forschung über den Global Change, also diese große Transformation und die Wandlungsprozesse, die kommt eben ursprünglich aus dieser naturwissenschaftlich-technischen Ecke. Und funktionierte und funktioniert deswegen häufig auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung immer noch so, aha, da brauche ich nur richtig schlaue Köpfe, ne, schlaue Wissenschaft, die arbeitet das in der Blaupause aus und dann werfe ich das über den Zaun und dann soll Politik immer machen. Aber dieses Wirkmodell, da gibt es Situationen da draußen, die sind ja nur kompliziert. Da wird es schon irgendjemand geben, der sich ausdenken kann, wie es sein muss. Der soll mal bitte seine Aufgabe wahrnehmen und machen. Und dann gibt er das rüber. Dieses Muster, das finden wir natürlich auch transferiert in vielen anderen Bereichen. Man sieht das jetzt in diesen Heilserwartungen auf Politik. Flüchtlingskrise, all das, was wir dort beobachten, wird ähnlich als eine komplizierte Situation wahrgenommen. Ja, lieber Angela Merkel, warum hast du denn gesagt, das schaffen wir? Jetzt mach doch mal den Plan und wenn der Plan fertig ist, dann setzt das um und dann wird es alles gut. Also sagen, da gibt es eine Vorstellung davon, dass wir in einer Welt leben, in der wir an zentralen Orten das Wissen und die Lösung produzieren können, dann diskutiert man noch ein Stück drüber und dann wird gemacht. Und das ist nun, wenn wir uns das, was wir im letzten Mal im Vortrag erlebt haben, war eigentlich der Fall. Wir leben in einer hochkomplexen Welt, in einer Welt, wo wir häufig von den Nebenfolgen dessen eingeholt werden, in ganz unbeabsichtigten Nebenfolgen, die wir im Moment des Handelns noch gar nicht absehen konnten und die dann völlig neue Variablen wieder in das Spiel bringen. Und in einer solchen komplexen Welt kann ich es mir gar nicht mehr erlauben, sozusagen die Orte der Businessproduktion an einer Stelle in der Gesellschaft vorzuhalten und die anderen einfach nur handeln zu lassen, sondern ich muss dazu beitragen, dass die gesamte Gesellschaft in einen ganz anderen, sehr viel reflexiveren Modus hineingeht. Dass die sozusagen sich insgesamt in einer reflektierten Weise, in einer reflexiven Weise auf dieses Riesenexperiment, in dem wir uns in diesem Anthropozän befinden, bewegt. Und das hat eine massive Konsequenz auf die Art und Weise, wie wir Bildung, wie wir Wissensproduktion in solchen Gesellschaften denken, wie wir auch selber bereit sind, uns auf diesen experimentellen Modus moderner Gesellschaften einzulassen. Und das gilt auf diese ganz großen Transformationen, die wir gerade gesehen haben, aber das gilt natürlich jetzt auch in so einem Thema wie der Flüchtlingsherausforderung. Natürlich wissen wir nicht, wie sich das heute und in den nächsten Jahren genau einlösen lässt, aber es ist wichtig, dass wir mit einer Grundhaltung, mit einem gewissen Wertekanon, der festsitzen muss, an die Sache hineingehen und genau wissen, dass wir gewaltig experimentieren müssen. Und in einer solchen Orientierung eben an die Herausforderung rangehen und sagen, ja, natürlich, dieses explizite Form des Äußern, dieses Wertekanons einer Angela Merkel dort vor einigen Monaten, hat jetzt Nebenfolgen ausgelöst, die wir beobachten und jetzt gilt es damit in geeigneter Form umzugehen, gilt es eine offene Diskussion zu führen und die eigentliche Herausforderung besteht in das Reflexivitätsniveau der Debatte zu erhöhen und nicht zu hoffen, dass das nur an einigen wenigen Stellen gelöst und dann abschließend bearbeitet wird. Und das gilt auf diese Herausforderung natürlich nochmal umso mehr. Und Rainer Weinfelder hat ja sehr schön deutlich gemacht, wie unterschiedlich die Lösungsstrategien aussehen. Sind sie eher technologisch? Ne? Hängt es an der Ebene der Suffizienz? Ist es eine neue Biokompatibilität unserer Kreisläufe? In der heutigen Welt finden wir fast für alle diese Herausforderungen, die unterschiedlichen Ansätze, einige sind ein Stück weiterentwickelt, andere bewegen sich noch in Nischen. Wir lernen erst langsam, wie die zusammenwirken. Wir führen zum Teil massive Konflikte über Grundsatzstreit, ob es mehr da dort oder dorthin geht. Das ist auch wichtig, weil uns das natürlich auch hilft, Verständnis zu erhöhen. Aber gleichzeitig ist das Experimentieren und Ausprobieren auch ganz zentral. Und insbesondere das Verstärken von Experimenten, die sich heute nur in Nischen bewegen, aber wo wir den Eindruck haben, dass die einen wichtigen Beitrag leisten können, weil wir erst dann ein Gefühl dafür bekommen, wie das eigentlich zusammenwirkt. Also diese Rahmung, was heißt das eigentlich auf der übergeordneten Perspektive für Bildung, für Wissensprozesse,
in diesen modernen Gesellschaften des Anthropozäns im 21. Jahrhundert. Im zweiten Schritt auf sozusagen so zwei Konzeptionalisierungen eingehen, die uns helfen können, so eine Art Korridor und Kompass zu sein, in welche Richtung wir uns bei dieser Bildungsherausforderung stärker bewegen müssen. Und das sind sozusagen die beiden Bilder, die ich eben gemacht habe. Das eine ist in der Begriff der transformativen Literacy. Das ist eben der Versuch, deutlich zu machen, dass das, wovor wir eigentlich stehen als Menschheit im Anthropozän, eine gewaltige Alphabetisierungskampagne ist. Also so wie es gelungen ist, dass heute ein Großteil der Menschheit lesen und schreiben kann und sich damit ja nicht nur im Sinne sozusagen dieser Handwerksfähigkeit des Lesen und Schreibens, sondern eben sich nochmals in einer anderen Form denken und kommunizierend in der Welt orientierend bewegt. So ist eben die große Herausforderung im 21. Jahrhundert, dass wir als Menschheit insgesamt in der Lage sind, dieses sich bewegen in komplexen Transformationsprozessen mit seinen unterschiedlichen Dimensionen, dies in einer sehr viel intensiveren und breit in Gesellschaft verankerten Form als Orientierung voranzubringen. Denn jeder Einzelne, wenn wir uns die großen Transformationsprozesse anschauen, ist natürlich heute mit diesen unterschiedlichen Dimensionen konfrontiert, mit dem, was an Hightech möglich ist, da wachsen die 2-3-Jährigen schon mit auf, mit all den Folgewirkungen der Art und Weise, wie wir ökonomische Prozesse im globalen organisieren, mit dem Institutionensystem und natürlich mit der gewaltigen kulturellen Umbrüchen und Dynamik. Also das, was da in der großen Transformation auf so einer übergeordneten Ebene passiert, ist in jedem Einzelnen präsent. Und je geringer eine transformative Literacy ausgeprägt ist und eine Grundsicherheit, sich in so einem Transformationsprozess bewegen zu können, je größer ist natürlich die Gefahr, dass ich rückfalle auf Abschottungs- und Schließungsmechanismen, wie wir sie ja derzeit in der Flüchtlingsdebatte erleben. Also plötzlich wird da wieder das, so wie es früher mal war, ein Volk und ein Wert und eine Religion und nicht diese blöde europäische Ökonomie und der Euro. Da war doch, also je weniger literat, je weniger literacy, je mehr Analphabet ich bin, mich in Transformationsprozessen zu bewegen, umso mehr drohe ich zurückzufallen auf ein Abwehrmuster, das den Transformationsprozess ja gar nicht aufzahlt, also der außen weiter abläuft, mich dem entgegenzuziehen mit dann ja auch erheblichen Gefahrenpotenzialen für unsere Gesellschaft. Und jetzt ist es nun interessant, wenn wir uns das anschauen, mit dem Blick auf solche Transformationsprozesse, dass wir heute in unserer transformativen Literacy erhebliche Ungleichgewichte haben. Gesamtgesellschaftlich, aber auch dann im Hinblick auf unterschiedliche Gruppen in den Gesellschaften. Wenn man sich das mal gesamtgesellschaftlich anschaut, dann ist das eben so, dass wir jetzt gerade so eine Gesellschaft wie die Deutsche, können wir technologisch vor Kraft kaum gehen. Ja? Also wir bauen da so super tolle SUVs, die mit 350 gegen den Rückenpfeiler fahren, die Tür geht noch auf. Ne? Also es ist unglaublich. Also wir sind technologisch, sind wir sowas von alphabetisiert. Also wir können eigentlich technologisch können wir fast alles. Ja? Und dann geht es so weiter ökonomisch. Da merken wir schon, solange das mit der, sozusagen der sozialen Marktwirtschaft ganz gut lief, also ein System, das unter ganz bestimmten Dingen fortschrittsproduzierend war, also war eine ganz bestimmte Form von ökonomischer Systemlogik, das ging ja 50, 60 Jahre sehr, sehr gut auf. Und dass jetzt immer mehr der Motor ins Wanken kommt, weil man spürt, na, da treten jetzt nicht nur im Blick auf die ökologischen Nebenfolgen, sondern auch die Frage, wenn man so ein Modell nicht geschickt globalisieren kann, mit Gleichheits- und Ungleichheitsfragen, hatten gerade ja gestern die Oxfam-Studie, 62 Menschen besitzen so viel wie die erste Hälfte der Welt, man sich denkt, das ökonomische System, also so ein SUV-Motor funktioniert ein Stück zuverlässiger als die Art und Weise, wie wir Ökonomie organisieren. Da sind wir schon sehr viel weniger alphabetisiert. Ne? Also eine hochdifferenzierte Debatte darüber, wie sieht eigentlich die Weiterentwicklung des Kapitalismus aus, die wird bei weitem nicht so differenziert geführt wie die, wie muss ich den Türgriff noch weiter optimieren, dass das Auto vielleicht noch bei 340 zu öffnen ist. Ja, also es ist viel mehr bringen, hier eine ökonomische Zunft sich radikal blockieren, nee, das ist schon alles gut, ihr blöden Kritiker, ihr seht das noch falsch. Also, da, und
dann bei der institutionellen Dimension, bei der Frage, ja, wie gestalten wir denn eigentlich Gesellschaften, wie regeln wir das institutionell, wenn sie im Umbruch sind, dann merken wir auch, dass überhaupt die Fähigkeit, hier in einen ganz anderen experimentellen Modus zu kommen. Natürlich wissen wir wenig darüber, wie die Integration von 1 Million neu in dieses Land gekommenen Menschen in den nächsten Jahren gelingen kann. Wir wissen eben auch nicht, ob die bestehenden Instrumente ausreichen. Da gibt es nur eins, instrumentieren und experimentieren mit ganz, ganz vielen neuen Formen der Integration, um daraus dann in hohem Maße zu lernen. Etwas, was bei mir die Ruhen sind, auch dazu gebracht hat, sich dem Städtethema zu widmen. Weil das haben wir hunderttausende von Laboren, wo wir im urbanen Kontext neue Dinge auch im interkulturellen Vergleich ausprobieren können und damit den Wissensvorrat auch für solche institutionellen Governance-Fragen steigern können. Und eben eine kulturelle Literacy, die sehr vieles umfasst. Also einmal überhaupt ein Verständnis dafür, dass meine eigene kulturelle Prägung, mit der ich auf diese Transformationsprozesse schaue, in dem, was da an Werten dahinter liegt, an grundsätzlichen Bildern, Assoziationsräumen, dass das eben nichts ist, das sich eins zu eins global verallgemeinern lässt, sondern dass es in Transformationsprozessen eine ganz zentrale Kompetenz ist, sich auch in anderes kulturelles Framing einzudenken. Ich habe das heute im Entwurf das erste Mal gesehen. Da finde ich diesen neuen Comic, den da ein Online-Bilder macht, einfach so genial. Also dieses Interkulturelle zu sagen, diesen Comic fassbar zu machen, für jeden gerne sich anzuschauen. Danach, wenn du so einen Comic, glaube ich, durchgelesen hast und zuschlägst, bist du nicht mehr die Alte oder der Alte. Sondern hast du gemerkt, stimmt, da vielleicht kann man die Sachen doch ganz anders sehen. Also da steckt so viel an Anregungsqualität hinter. Und wenn man dann ein solches Produkt dann auch in die entsprechenden Kontexte einbettet, ist dann, glaube ich, eine gewaltige Musik fahren. Und wir müssen eben aufpassen, weil ja auch MINT wird ja ein wichtiges Thema sein dann am Nachmittag. Wir ja aufgrund dieser Ungleichgewichte haben wir ja derzeit auch in der Bildungslandschaft so ein bisschen diese perverse Konstellation, dass man sagt, gut, wir sind nun Giganten der Technik. Jetzt haben wir eigentlich alles, um das technologisch zu lösen. Weil wir nur Technik könnten, dann sehen wir ja in jedem Problem erstmal, den haben wir nur haben, den Nagel. Also technologisch. Und jetzt haben wir aber diese ignorante Bevölkerung, diese ignoranten Menschen, die gar nicht mehr sich die harten Disziplinen eines Chemie- und Physikstudiums unterziehen wollen. Also, wie lösen wir das? Mit Bildung, mit Voranbildung für junge Frauen, weil die wollen ja am wenigsten, also damit das wieder in Gleichgewicht kommt. Denn die Lösung ist technologisch und wenn die Leute nicht verstehen, wie das biologisch-technisch zusammenhängt, dann finden die auch in 30 Jahren Biologietechnik noch blöd und diese tollen Hightech-Lösungen, die wir entwickeln, darum mit Bildung. Und da wird eben sehr schnell deutlich, dass es hilfreich ist, wenn man so ein Transformative Literacy-Bild vor Augen hat. Diese jungen Menschen, die damit sitzen, 18, gar keine Physik und Chemie studieren wollen, sondern lieber einen Austausch in Afrika machen und sich danach mit der Frage Kritik am ökonomischen System auseinandersetzen, vielleicht sind die ja sogar sehr viel klüger als diejenigen, die sozusagen an vielen Orten immer darüber klagen, dass die MINT-Bildung in unserem Staat ganz am Ende ist. Mit so einem Kompass kriegt man eben auch ein Gefühl dafür, vielleicht mal ganz anders hinzuhören. Das ist jetzt kein Bild gegen MINT-Bildung gewesen, insbesondere diejenigen, ich muss sagen, es ist wirklich Wahnsinn, was man da teilweise auch für ein Bias hat. Und eine gute MINT-Bildung ist, glaube ich, eine, die dafür sensibilisiert, wie die biologische, die chemische und die physikalische Innovation eingebettet ist in diese Transformationsprozesse, die eine Identität den Chemiker und den Physiker entwickeln lässt, dass er sagt, Mann, ich bringe eine Kompetenz ein in diese Transformationsprozesse, die natürlich in den nächsten 100 Jahren ganz zentral technologisch geprägt werden. Und dieses gemeinsam denken zu können, damit finde ich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag in so einer Transformative Literacy und eben nicht am Ende, selber gerade ein Sohn, der in diese Chemiewelt eintaucht, dann noch, nur weil es geht, an so eine Molekülgruppe noch was dran zu packen, ob es für die Welt wichtig ist oder nicht, aber sich nie mal mit dem auseinandergesetzt haben, was da draußen sonst in der Welt passiert. Also sagen, da brauchen wir eine andere Form von Bildung, eine gute MINT-Bildung, das fördert uns das. Gut, ich höre jetzt auf, genau das, was Sie gesagt haben, kommt ja dann heraus. Und dann ist die zweite Dimension. Da geht es jetzt ja wirklich mehr auf so einen Unterschied, je nach Dimension, die eine wichtige Rolle spielt in der interdisziplinären oder in der fächerübergreifenden Zusammenarbeit. Dieses zweite Bild, das vom WBU kommt, das geht noch ein Stück weiter. Und das ist eben die Unterscheidung zwischen dem, was der WBU auch in den 2011er Gutachten gemacht hat.
zwischen einer Transformationsbildung und einer transformativen Bildung. Und das wir in diesem Buch mit Mendesinger Rodowski, die eben aus der Didaktik der Erziehungswissenschaften kommt, auch in dieser Perspektive nachhaltiger Wissenschaft, die eben nicht nur nachhaltige Forschung ist, sondern die gerade ganz entscheidend auf die Bildungsprozesse in den Hochschulen setzen muss, noch weiter noch ausbuchstabiert haben. Dahinter steckt Folgendes. Das, was wir als jetzt sozusagen höchste Kunst der Transformationsbildung in den Vorträgen gerade erleben durften, mit diesem wunderbaren Film und diese Comics, die Arnold Landfeder zeigte, das ist immer noch Transformationsbildung. Das ist sind didaktisch hochinteressant aufgearbeitete Produkte, die ihm deutlich machen, wie diese unterschiedlichen Dimensionen zur Transformative Literacy zusammenwirken. Und wenn ich mich mit einem solchen Comic auseinandersetze, dann regt er eben nicht nur jetzt so den rein analytisch-sprachlichen Apparat an, sondern es wird das Denken in Bildern im Zusammenhang gefördert. Also es passiert da schon ein sehr, sehr viel komplexerer kognitiver Akt, aber es ist eben etwas, was im Wesentlichen auf eine, wenn auch hoch inspirierende, kognitive Vermittlung zielt und demjenigen, der sich damit auseinandersetzt, ihm hilft zu verstehen, wie diese unterschiedlichen Ebenen und Dimensionen in Transformationsprozessen zusammenhängen. Und da haben wir auch noch einen hohen Nachholbedarf, diese Form von Transformationsbildung, das Schärfen der Zusammenhänge in den verschiedenen Dimensionen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten erheblich auszubauen. Und ich glaube, das Haus der Zukunft wird auch für diese Feld der Transformationsbildung eine ganz zentrale Rolle spielen. Transformative Bildung geht ein Stück weiter. Das ist eine Bildung, wo der Bildungsprozess daraus besteht, dass ich mich selbst in Veränderungsprozesse begebe. Also sagen, beim Lernen eines ist, das in Tun passiert und wo dann etwas passiert an Erfahrung, was ich eben nicht nur kognitiv abspielt, sondern wo ich mich selbst in Veränderungssituationen erfahre, mit all dem, was das mit mir als Person macht und getragen ist aus der festen Überzeugung, dass wir diese Grundsicherheit, Selbstsicherheit, sagen wir so, eine Haltung, ein Habitus des sich souverän in Transformationsprozessen zu bewegen, sich eben nicht mehr nur ergeben kann aus einem rein kognitiven Verstehen, sondern das auf sich selbst Erfahrens in Transformationsprozessen liegt. Und da muss man, wir haben das, also der WGU hat das damals im 2011er Gutachten, wir werden es auch im Stadtgutachten auch nur am Rande schmeißen, bisher eben nur gering ausgearbeitet zu diesem Bereich, was das für die Forschung heißt. Und da ist es eben hochkontrovers, weil im Forschungsbereich, da gilt ja diese strikte Subjekt-Objekt-Trennung. Und sie sich jetzt so über solche Aktionsforschungsformate die Finger schmutzig machen. Also da, das ist schon fast ein Krosant und führt auch zu heftigen Debatten. Das Schöne ist, glaube ich, wenn ich Ihnen hier als diejenigen, die sich seit langem in Bildungskontexten bewegen, sowas präsentiere, Sie nur sagen, ja, so what? Das ist die Art und Weise, wie eine gute Didaktik heute aussieht. So, das ist die Art und Weise, wie ich mit denjenigen, die ich auf Lernprozesse mitnehme, immer schon auch arbeite. Also das heißt, die Formate transformativen Lernens sind heute sehr, sehr viel ausdifferenzierter als die des transformativen Forschens und es ist durchaus auch hilfreich und wertvoll ist zu sehen, welche Impulse aus den transformativen Lernprozessen in diese Debatte über die transformative Forschung mit hineingebracht werden können. Und ich möchte das jetzt gerne an diesen beiden konkreten Arenen, Reallabor und Simpsons-Zeit einfach mal ein Stück illustrieren. Ich glaube, dann wird es noch eine ganze Ecke plastischer. Reallabor. Der Begriff, mit dem man auch diskutieren kann, aus sehr kontroversen Foren, interessant, da gibt es auch so ein Ost-West-Schisma innerhalb Deutschlands. Das ist von Menschen aus den alten Bundesländern. Wagen, in dem man selbst da sozialisiert wurde, obwohl ich zwei sächsische Eltern habe, zu Westen entstanden. Denn ich sehr oft in Diskussionen dann in neuen Bundesländern merke, dass sie können nicht Reallabor nehmen. Also Reallabor, das hatten wir hier 40 Jahre, da sind wir froh, dass das seit 1990 vorbei ist. Jetzt wollen sie das wieder. Also da merken Begriffe, und das ist ja auch etwas, wo der WBU versucht, der
was die Assoziationsräume transportieren. Und diese Assoziationsräume, die sind nicht zuhörerunabhängig, ne, sondern die werfe ich in den Raum rein, wo jeder andere Assoziationsketten hat. Und dieser Reallaborbegriff ist so einer, der an einigen Stellen auch schwierige Konversationen hat. Aber von der Grundidee steckt dahinter folgende Assoziationsraumidee, nämlich die Potenz der technologischen Literacy, die wir haben, die ja nur dadurch entstehen konnte, dass wir so ein Experimentier- und Tüftlern haben, dass man eben einfach akzeptiert, bis was wirklich gut wird, da geht es ein paar Mal schief, da muss ich optimieren und dann lässt sich das noch besser machen, dass ich diese Form der Lust, des Tüftelns, des Experimentierens und des dabei Lernens, dass ich das auch in Bereiche übertrage, die nicht technologisch sind und eben damit einer solchen Experimentierkultur auch in der Debatte darüber, wie Wissen in der Zukunft produziert wird, den Boden bereite, wie wir in den Gesellschaften, die eine höhere transformative Literacy ausprägen wollen, den unbedingt notwendig ist. Und darum die Idee, eine Stadt oder eben auch ein einzelnes Quartier zum Labor werden zu lassen. Sich zu fragen, ja, wie klappt denn das hier mit so 100% erneuerbarer Energie? Wie bringt man denn das auf den Weg? Wie funktioniert denn die Flüchtlingsintegration hier bei uns im Quartier am allerbesten? Oder könnten wir uns vorstellen, komplett autofrei dieses Quartier zu gestalten? Und das sind Fragen, die dann nicht Konzepte am grünen Tisch brauchen, denn die gibt es dafür, sondern die brauchen ganz andere, neue Wissensformen. Nämlich das Wissen derjenigen, die in diesem Viertel leben und die sehr konkrete Vorstellung, Expertise haben, wie man überhaupt eine Veränderung im Viertel anstößt, wie man für dieses Thema gewinnen kann, wie man das überhaupt rahmen muss und wie man das attraktiv machen kann, damit mitgezogen wird, an welche Wertevorstellungen man das anknüpfen kann. Und plötzlich entsteht, wenn man so etwas vorantreiben will, eine Augenhöhe, auf der ganz, ganz unterschiedliche Wissensformen, das, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitbringen, das, was diejenigen mitbringen, die sich vielleicht innerhalb eines Schulkurses auf genau die Fragestellung vorbereitet haben, zusammengebracht wird, mit denen, die in dem jeweiligen Quartier arbeiten und leben. Und am Ende sind sozusagen alle klüger, diejenigen, die da am Anfang ein tolles wissenschaftliches Konzept hatten, wissen, was da alles an vielleicht zusätzlichen Einflussvarianten berücksichtigt werden muss, was man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und für diejenigen, die zwar immer schon gewisse Dinge anstoßen mussten, aber dann an vielen Dingen gescheitert sind, die haben über dieses Nutzbarmachen von Wissensbeständen, die dann aus Wissenschaft oder eben aus so einem gut vorbereiteten Schulkurs hineinkommen, nochmal ganz neue Lösungsoptionen und Orientierungen aufgezeigt bekommen. Und insofern sind gerade diese Reallabore ein idealer Raum, transformatives Lernen zu organisieren, zu beider Seite gewinnen. Und wir ganz am Anfang stehen, das fruchtbar zu machen. Wir haben jetzt in Wuppertal begonnen, also das Transformationslabor Wuppertal auszurufen. Ich höre, wir müssen jetzt nicht so eine riesen Wuppertal-Werbe-Pädagogie anhören. Ich bin jetzt ein ziemlich Wuppertal-Fan geworden, eine große Transformation. Die letzte, das war die industrielle, die hatte wesentlich in Wuppertal stattgefunden, jetzt wieder in Neubau. Nein, aber was wir dort machen, es gibt ein schönes Narrativ. Also Sie können auch um die Wuppertaler zu begeistern, das ist eben auch wichtig, können Sie eine Geschichte erzählen, dass am Ende jeder Wuppertaler sagt, ja wow, wir waren immer schon der Nabel der Welt, das kriegen wir jetzt auch gewuppt. Und dann haben Sie die in einer ganz anderen Grundstimmung, und sagen, super, und jetzt machen wir ein Reallabor bei euch im Quartier. Und was wir dort machen, ist zu versuchen, mit unterschiedlichen Uni-Kursen und zunehmend jetzt auch mit Schulen kooperieren, um in einzelnen Quartieren so ganz konkrete Fragen und Fragestellungen, die den Menschen dort unter den Nägeln brennen, die da was in den Quartieren bewegen wollen, unter den Nägeln brennen, gemeinsam zu bearbeiten. Und auf die Weise dieses Lernen zu erzeugen. Und die Idealvorstellung ist immer, Ähnliches irgendwann mal vielleicht auch in Wuppertal zu ermöglichen, wie das der Sascha Spuhn an der Leuphana gemacht hat, der Leuphana 19 in Lüneburg. Da gibt es ja so ein Leuphana-Semester im ersten Semester, ne, wo alle Studierenden gemeinsam auch an solchen projektförmigen Fragestellungen arbeiten. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, 22.000 Studierende in Wuppertal aus unterschiedlichen Disziplinen nehmen sich im ersten Semester Fragestellungen an, die in Wuppertal gerade unter den Nägeln brennen. Also sie bringen die Power von 22.000 Köpfen, die sich engagiert in Veränderungsprozesse einbringen, in so eine Stadt. Und dann nehmen die noch
5000 Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer auf diese Journey mit. Also können Sie sich vorstellen, was in so einer Stadt plötzlich möglich wird und was dann am Ende auch an Lernprozessen da ist und wie man mit diesem Fundus und Vorrat dann plötzlich vielleicht in einer ganz anderen Begeisterung sich auch kognitiv in seinem weiteren Studium oder Schullaufbahn Wissensbestände erschließt. Also da wird einfach deutlich, hinter dieser Reallabor-Idee steckt eben ein gewaltiges Potenzial, und das muss ich jetzt nicht nur auf Stadtquartier oder Stadt beziehen, das kann ich genauso gut mit dem Blick jetzt auf so ein Bedürfnisfeld wie Ernährung mir anschauen, da stricke ich es anderes. Oder wir haben heute früh darüber gesprochen, gerade auch die Naturerbeflächen, die so eine DGU hat, die ja gerade dann, wenn sie in der Nähe von Stadtagglomerationen sind, die Frage, wie sehen da eigentlich Nutzungsmuster aus, wie bin ich die Bildungskontexte ein. Also man kann als Reallabor, das ist eben das Schöne, kann man jeden Raum, der konkrete Gestaltung braucht, als Ausgangspunkt nehmen, aber hat eine Plattform für diese Wissensintegration auf gleicher Augenhöhe. Und das ist, und das war das zweite Beispiel, das ich kurz streifen wollte, ähnlich mit der Citizen Science, weil diese Idee des Bürger, der Bürgerwissenschaftlerin, des Bürgerwissenschaftlers, wenn man sie mehr als auf das reine Datensammeln reduziert, das hat durchaus auch einen wichtigen Wert, weil indem ich mich überhaupt damit auseinandersetze, wie wichtig auch gute Datenerfassung ist, wie sich das einbettet in weiteres wissenschaftliches Tun, kann das ein gutes Vehikel sein, überhaupt junge Menschen und auch Menschen immer wieder Begeisterung an solchen wissenschaftlichen und reflexiven Prozessen zu erzeugen. Aber besonders interessant wird es dann, wenn Bürgerinnen und Bürger erkennen, dass in dieser Welt des Umbruchs das Wissenschaftssystem häufig bestimmte Fragen ganz, ganz lange ausgeblendet ist und es absolut legitim ist, da selbst Initiative zu ergreifen und sich mit auseinanderzusetzen. Wir haben das zum Beispiel, weil ich das ja adressierte, im Bereich der ökonomischen Wissenschaften. Ja, wenn die Professoren immer so weitermachen mit ihrem alten, herkömmlichen, neoklassischen Kram, das ich mir hören will, ja, dann organisiere ich mir meine ökonomische Lehre selber. Das ist so die Grundphilosophie und der Impetus, mit dem heute sich an ganz vielen Hochschulen ökonomische Studieninitiativen gegründet haben, die sagen, wir wollen über die Fragen nachdenken, die uns unter Nägeln brennen, und gucken mal, was da international diskutiert wird. Und da derzeit einige der wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereiche in dieser Republik, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch international unter Druck setzen. Oder denken Sie an sowas wie ein Chaos Computer Club. Das ist frühe Citizen Science gewesen in der kritischen Auseinandersetzung mit der Informationsgesellschaft. Das hätten wir uns gewünscht, dass diese Impulse auch in den deutschen Informatikfakultäten schon sehr viel früher angenommen worden wären. Also da hat diese ganze Frage der kritischen Auseinandersetzung mit den Nebenfolgen der Einbettung solcher neuen Technologien an ganz anderen Stellen stattgefunden. Oder nehmen wir, wenn wir historisch zurückgehen, diese kreativen Institute wie das Öko-Institut und andere, die sind entstanden, beides in der Auseinandersetzung mit der Atomenergie überhaupt keine kritische wissenschaftliche Basis gab. Und da haben sich dann viele auf den Weg gemacht und geschaut, dass Expertise aufgebaut wird, haben bewusst die Hochschulen und Universitäten verlassen. Also diese Form der Citizen Science in ihrem aufklärerischen Potenzial und auch in diesem Selbstbewusstsein, dass man dadurch auf einer Augenhöhe mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern agiert, ist sozusagen der eigentliche Wert dieser Bewegung und von extrem hoher Bedeutung für gesellschaftlichen Umbruch. Und ich möchte vielleicht mit einem letzten Beispiel, das mich immer sehr anregt, enden, was diese Form des Citizen Science angeht. Ich glaube, sie war auch hier selbst in dem Raum schon häufig, die Frau Reusel, die das mit auf den Weg gebracht hat, dieses Projekt Sparkling Science in Österreich, ja, also wo das österreichische Wissenschaftsministerium Wissenschaftlern gesagt hat, wir legen ein Programm auf, und da gibt es nur eine Bedingung, dass ihr Schülerinnen und Schüler auf gleicher Augenhöhe mit in euren wissenschaftlichen Prozess nehmt. Baut Projekte, wo der Schülerinnen und Schüler nicht irgendwie der mit dem Wissen zweiter Klasse ist, sondern dessen Wissen wirklich auf einer Augenhöhe dort integriert wird. Und das ist dann Wahnsinn, was da für Projekte entstanden sind. Viele Projekte zum Beispiel zu der Frage, wie gestalte ich denn Integration sehr, sehr gut in Schulsituationen. Weil natürlich die Jugendlichen, die eigentlichen Experten sind, ne, über diese ganzen sublimen Ausgrenzungs-, Mobbing- und Hierarchisierungsprozesse.
Und ein gutes Programm, das da in der Schule erfolgreich wirken will, braucht genau die Expertise derjenigen aus den Peer Groups. Oder das Nutzen dieses ganz anderen, selbstverständlichen Umgangs mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, so Hagelmonitoring-Systemen, also wenn da in diese Alpentäler in Österreich solche Starkwetterereignisse einziehen, man dann so ein hochintelligentes Frühwarnsystem aufbaute und dann Jugendlichen über SMS, WhatsApp mitteilen, passt auf, bei uns ist es gerade im Tal, kommt vermutlich in einer Viertelstunde zu euch rüber, stellt das Auto in die Garage. Und man damit dann sehr, sehr reaktive Systeme hatte und danach dann sogar mit den Handys immer noch die Sturmschäden, also Autos mit Aufnahmen und das automatisierte Versicherung überliefert wurde. Und man darüber dann eben diese Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in ein hocheffektives System einbauen konnte. Einfach um nur zwei Beispiele zu nennen. Also da wird eben auch deutlich, was Citizen Science auch an Potenzial bietet, um Schülerinnen und Schülern deutlich zu machen, habt keinen übermäßigen Respekt vor dieser Wissenschaft. Wartet nicht, bis euch jemand im Detail erklärt, wie große Transformation und Flüchtlingskrise geht. Nein, ihr seid heute und in den nächsten 70 Jahren eures Lebens eigentlich die Experten dafür. Entwickelt die reflexive Kapazität und die Möglichkeiten, die wir in Wissensgesellschaften haben, um intelligent eine solche Transformative Literacy aufzubauen. Also in diesem Sinne kann ich sagen, die DDU und beglückwünschen, nicht nur uns drei als Referenten eingeladen zu haben, das ist natürlich immer ein goldener Zug, sondern solch wunderbaren Kreis an Multiplikatoren für diese Bildungsprozesse in einer nachhaltigen Welt hier zusammenzusammeln. Das eigentlich Spannende, das, was Sie dann auch als Land hinaustragen, beginnt dann vermutlich morgen, dennoch hoffen wir drei, Ihnen den einen oder anderen Impuls mitgegeben zu haben und uns einfach riesig freuen, wenn das, was wir hier in unseren Gremien und in den Beiräten erdacht haben, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch Sie noch stärker auf die Straße kommt und wir eine Gesellschaft werden, die sich mit einer ganz anderen Transformative Literacy durch dieses Anthropozän bewegen wird. Herzlichen Dank. Spektrum auch an didaktischen Möglichkeiten, genau.